Freunde, guten Morgen, was geht ab? Tag 2 beginnt. Wir befinden uns immer noch irgendwo in Hamburg. Ich hoffe, euch geht's wundervoll. Uns geht's wundervoll. Wie ist die Stimmung? Scheiße. Okay, perfekt. Wir haben alle Ultra-Hunger. Die Jungs müssen scheißen. Scheißen, was? Hunger. Nein, Dominik war scheißen. Nein, ich wollte. Ah. Da komme ich in dieses Klo rein, wo ich schon mal 20 Cent zahlen musste, Bro. Ist nicht mal Klopapier da drin? Da ist alles voll gepisst. Junge, wenn ich mich da drauf gesetzt hätte, hätte ich wirklich alle Krankheiten bekommen. Ja, und der UFO-Mann da drüben, der von dieser Butze da, der kam erstmal heute früh so an hier so. Der geil, ja. Ich war so voll verpennt, Oberkörper frei, ja, so. Ich so, jo, guten Morgen. Er so, na, komm mal raus. Nein. Weißt du, was er gesagt hat? Kommt mal raus und schaut mal, ob ihr selber merkt, was ihr falsch gemacht habt, ja, hat er gesagt. Keine Ahnung, wir haben halt nicht so geil gepackt wahrscheinlich. Ja, Mann, normalerweise müsste ich euch jetzt hier für 2 Parkplätze abrechnen. Und dann habe ich so noch meinen Charme spielen lassen, Bro, jetzt müssen wir nur für einen Parkplatz zahlen. Und der war am Ende ganz korrekt. Also der Plan ist jetzt, was zu essen zu finden. Irgendwie ein Frühstücksrestaurant oder ein Bäcker oder sowas. Irgendwo scheißen zu gehen und dann straight up nach Dänemark reinzufahren. So. Und ich habe diese Schuhe habe ich gestern den ganzen Tag angehabt. Kann man keinem zumuten mehr, habe jetzt frische Schuhe an. Wie findest du es? Kuro meinte gestern zu mir, dass er diese Art Geruch mag. Magst du das? Ja, aber ich weiß, wenn das von mir kommt, du magst wahrscheinlich auch deinen Achselgeruch und so. Ja, okay, das ist wie man seinen eigenen. Man mag doch auch seinen eigenen Furz, aber nicht den von anderen. Ja, boah, geht. Also, es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, wie nice. Zieh den Schuh jetzt aus und zeig. Da sind noch so Haare drin irgendwie. Ja, der hat schon einen guten Mock, oder? Sag ich dir ehrlich. Okay, cool. Dann gehen wir los. Machen wir Schwangerschaft? Ey, doch am Morgen für die Heim. Abschied, warte. Ja. Guck mal, ich mache jetzt hier das Fenster, dass wir mit dem Fenster zum UFO-Mann sind. Oh, und jetzt machst du es einmal. Okay, Bro, die denken legit, dass wir dich entführen. Holy shit. Bro, oh, schnell weg, Digga, schnell holy weg. Holy shit, oh, ein Fenster zu, Digga. Oh mein Gott, ich habe irgendwas schon oh, auf der Hose. Oh nein, oh Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking God, Bro. Oh mein Gott, ich bin ein Arsch. Hier ist der Klopapierrolle. Wir haben Ingwer auf der JBL. Junge, das ist ein Minion-Tank. Bro, was? Kann man das sehen, Chat? Der Minion-Tank, Digga. Das ist doch geil. Alter, ich lösche mich. Richtig goofy, Mann. Boah. Wir fahren gerade auf dem Bürgersteig und da drüben sind legit Parkplätze. Ja, da sind für Autos. Und hier links sind legit Trucker-Parkplätze. Ja, okay. Dann nehmen wir jetzt den Trucker den Parkplatz weg, der seine staatlich verdiente Pause nehmen muss und dann wegen uns da nicht parken kann. Nee, jetzt bleiben wir hier stehen, Bro. Stark. Und in dem Sinne sind wir angekommen vorne, an der Raststätte. Wir sind da. Digga, der Top-Clip von gestern ist, wie so eine Frau gegen eine Tür rennt, ne? Es ist immer der most random Shit, Digga, der so fucking viral geht, Junge. Dieses Kind, was zu Dominik gesagt hat, dieses... Also, dieser Mann hat aber einen dicken Arsch. Nee, der hat doch gesagt, hat der einen fetten Arsch? Wahrscheinlich hat das Kind irgendwie das Thema fetten Arsch gerade sowas so beschäftigt. Und da wolltest du mal nachfragen, ob ich ein Exemplar bin für jemanden, der das hat. Digga, ein herrlich. Exemplar. Kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, man müsste das knacken? Das, aber es geht nicht weg. Und ich weiß nicht, was es ist, Digga. Bro, kann ich dich kurz was anderes fragen, was das ist? Ja. Was so fick ist das? Oh nein. Habe ich Bananen am Arsch? Oh mein Gott, du hast... Ah! Ah! Get das Handy! Seht ihr, das ist alles nass hier. Das ist überall Banane, jetzt, Bro. Jetzt füll mal hier hin. Ich habe mich aus Versehen, als ich vorhin meine Füße gezeigt habe, Digga, habe ich mich auf eine Banane gesetzt, Bro. So. Du hast da jetzt reingesaugte Banane. Bro, du streichst ja legit über meinen Gott und hab noch... Wo ist dein denn hier? Ey, ich mach mich auch ein bisschen an, sag ich ehrlich. Hugo, hast du Bock auf eine Banane? Ja, mach. Ist stockfrein. Ey, lass dir schmecken, will, Bro. Guten, Digga. Boah, das waren seine Nee, mir schmeckt die richtig scheiße. Schmeckt die schon mal scheiße. Runter? Ja, gleich. Bro, die schmeckt irgendwie richtig. Nein, ich bleib drauf. Ey, wenn du mit dem da drauf siehst. Yo, Digga, ich saß mit meiner Hose da drauf. So. You want some punches? Are you starting or what? Was ist das für ein Dialekt, wenn die da sprechen, Miguel? It's English. English. Ah, okay. Aber willst du spielen so lang? Ich habe irgendwie Angst, dass er sich verletzt. Wow. Oh. Krass, Mann. Okay. Krass, danke. Crazy. Digga, wicked. Boah, Jungs, könnt ihr mir vielleicht so ein Tomatenpesto mitnehmen? Ja, okay. Weil wir dürfen jetzt hier eh nicht filmen und okay. Wir wollten jetzt für unser Uni-Projekt hier gerade filmen. Ja, klar, für Uni machen wir. Genau. Ey, meint ihr, Professor Schmidt wird zufrieden sein mit dem, was wir gefilmt haben heute hier? Ich glaube, wir haben ja schon richtig gut was abgefilmt. Ja. Ich glaube, weiß ich nicht. Es wird ich halt... hoffe, wir kriegen eine gute Note in der Uni. Ja. Der ganze Laden guckt uns an. Was jetzt? Alle Leute, die hier sitzen, gucken dürfen. Moin. Moin. Och, wisst ihr, was ihr wollt, Jungs? Wo sind die Handys? Wo tipp ich, was ich will? Screens, meinst du? Ja.
Ich glaube, du hast das Bessere genommen. Das erste Mal, dass ich an so einer Tankstelle oder so einer Raststätte sowas hab wie was Leckeres zu essen. Ah, okay. Boah, das riecht aber ehrlich lecker, Mann. Ja, okay, Geruch ist echt getoppt. Wie schmeckt? Ich muss wirklich sagen, für eine Raststätte. Kann ich mal eine? Richtig geil. Ja, du kannst ja auch gerne mehr mitnehmen. Nee, ich hab Angst. Okay. Und genau, also unser Plan ist, falls ihr gerade eingestanden habt, unser Plan ist heute, so nördlich wie möglich zu kommen, Dänemark. Um 20.30 Uhr müssen wir einchecken für die Fähre. Das können wir alles noch streamen, denke ich. Das ist gar kein Problem. Ein paar Leute haben sich gewundert, weil die ursprüngliche Route ging eigentlich quasi, dass wir erst nach Schweden ballern. Aber wir machen das jetzt so, weil wir die Fähre besser planen können. Ist, glaube ich, auch geiler. Also ich glaube, in Norwegen wird es so naturmäßig und so mehr Shit zu sehen geben. Und dann können wir uns da so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Und dann können wir sagen, ey, Schweden machen... Schweden machen wir so einen Stopp nur und dann fahren wir wieder zurück. Hugo ist auf Klotschnitt. Ich glaube, der scheißt sein Leben aus. Und das werde ich gleich auch noch tun. Ja, ich auch noch, ja. Scheiß die Scheißpatrouille. Nummer 70. Nummer 70, seid ihr Nummer 70? Ey, ich habe keine Nummer bekommen, aber das sind das nur wieder. In der ganzen Welt würde ich zum Beispiel so fragen. Das ist alles gut, ey, ist alles gut. Schon wieder, Digga, der läuft da mit seinen Händen so nach hinten und guckt das die ganze Zeit an. Wer? Der Opa da. Mach mal dem eine Ansage nächstes Mal, okay? Ah, entschuldigen Sie bitte aufhören, uns anzuschauen, das macht uns uncomfortable. Der steht auf der Treppe, der hört uns. Chill mal. Steht er da? Der läuft drüben jetzt die Treppe runter gerade. Der läuft drüben jetzt die Treppe runter? Chill mal. Fuck, das ist, glaube ich, ein Enderman. Ja, Mann. Schau mal bei YouTube nach Sunny Verschiss. Oh mein Gott, ich kenne das. Da hat jemand so auf diese Brille geschissen und dann wird es so von dieser Drehung so eingezogen und verteilt sich so auf der ganzen Brille. Das finde ich schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Bist du 2 Kilo leichter? Bro, also das war ja nicht mehr normal, wie viel ich da reingeschissen habe, Alter. Holy shit. Alter, let's get it. Aber wie? Hi! Oh! Nein! Hallo! Hi! Bro, Chat, die haben einen Bastikopf dabei. Hallo! Ich erinnere mich. Bro, was passiert hier? Mit Pokémon Feuer Rot. Danke! Ja, Mann, das ist für dich, kannst du ein bisschen daddeln auf der Fahrt, weil wenn es mal lange Weile ist. Ne? Soll ich das irgendwie in die Hosentasche stecken oder so? Mach mal links. Okay, kriegt der gerade auf den Chillo und dann ist er schön. Natürlich. Lass einfach, wir können auch von unten Geld machen. Boah, ja. Aber wenn wir vom Obi machen, warum steht das? Einmal? Ja, das stimmt, wir müssen so stehen. Weil das macht er ja gar nicht. Hier, wenn das zweite dann. Nice. Dankeschön. Aber? Willst du Wahl oder Pflicht zocken, Hugo? Ja, I don't know, man. Ja. Okay, Wahl oder Pflicht? Okay, du musst jetzt Miguel ans Ohrläppchen ablecken. Du musst gucken, was du musst Miguel das Ohrläppchen ablecken jetzt. Ich. Hast du gerade gemacht? Nein, hat er nicht. Ich nehm Wahl. Geht nicht. So funktioniert's nicht, Bro. Wahl oder Pflicht? Pflicht? Fenster auf, raus. Okay. Fenster auf und raus. Alright. That's alright. Okay, okay. That's alright. Okay, check. That's alright. That's alright. Hit it. That's alright. Hit it. That's alright. Ich bin breit. That's alright. Ich bin breit. Du sitzt in der tiefen Hölle ganz verschollen. Ja, das war's. Kein Tag, keine Nacht, ich bin ein Ritter. Was ist das? Wer hat den Text geschrieben? ChatGPT oder wer, Digga? Ey, Bro, wenn du eine Tankstelle spottest, sag mal Bescheid, ja? Ich? Ja. Boah, meine Augen sind richtig scheiße, ne? Nee, nur falls du random irgendwas siehst, ja, irgendwas seh das so. Zurück zur vorigen Frage, Hugo, was hast du dir in den Arsch geschoben? Ja, safe schon mal so ein oder so. Nein. Stift. Finger. Ja, Finger ist doch voll normal. Ja. Hä, Finger? Jeder hatte schon mal seinen Finger im Arsch. Ich hab schon mal ein Stabilo im Arsch. Bruder, wie random. Ja, ist doch mal eine Pflicht, oder? Chat, noch 2 Minuten, dann sind wir bei der Fähre. Holy shit. Big. Dominik Reetzmann hat uns gerade noch eine Minute, ganze 9 Minuten rausgedribbelt. Ohne das Speedlimit zu brechen, ja. Freunde. So und nicht schauen. Anders. Das ist von Dominik Reetzmann. Hey. Big. Durch dynamische Fahrweise, würde ich das einfach mal nennen. Man muss wissen, wann man Gas gibt, wann man bremst. Ne? Das Zusammenspiel. Deep, Digga, deep. Wandtattoo. Schreib mal hin. Ist wieder ein Wandtattoo-Moment. Collarline. Wir sind Collarline, ne? Yes.
Pass auf, da kannst du drüber. Ey, alle mal Augen offen halten. Ich glaube, das ist hier nur ein Parkplatz. Ich glaube, wir sind hier falsch. Was hast du denn? Oh Gott. Ey, kann mir jemand Timmern rufen, wo wir hin müssen? Bei Gott, wir schaffen das sonst nicht. Die fährt uns vor der Nase weg. Warte, warte, fahren wir zu dem Schild da. Das haben wir, da, da, Fjordlein, links, da, 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 da. Aber sind wir nicht Colorline? Was sind wir, Colorline? Ich dachte, wir sind Speedrun. Was? Was, Speedrun? Speedrun. Sind wir Fjordlein oder Smirlein? Colorline. Colorline ist hier weder noch. Colorline, Colorline, da, 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 da. Also doch hier rein? Da und dann rechts. Wir waren richtig, wir waren richtig. Ja, aber das ist nur hier. Der Parkplatz. Nein, 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 da vorbei. Du okay. Bist da vorbei. Ah, ja, ja, hier rechts, hier rechts. Hier rechts, ja, hier rechts. Ja, ja, haben's, ja. Haben's, haben's, haben's. Ja, wir haben's, hier wir haben's, rechts. Haben's. Boah, ich bin aufgeregt. Okay, jetzt hier weiter geradeaus. Ja. Da, 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 fahren wir raus. Colorline, hier, 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 rechts, 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 rechts. Stark, stark, stark. Bruder, wo sind wir denn? Sieht aus wie eine Map von irgendeinem Game. Was? Digga, das sieht aus wie so ein Zombie-Film. Jetzt kommen die gleich von rechts und links her, ne? What the fuck, Alter? Was geht hier ab? Okay, was haben wir hier? Check-in Colorline oder Colorline Terminal? Check-in oder Terminal? Check-in oder Terminal? Tim, bitte hilf uns! Okay, links, 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 stark. Jesus Christus, was ist hier? Ist so scuffed, no joke. Oh, wir sind da, oder? Ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaube auch. Ich bin unter 14. Habt ihr eine Mütze? Was für eine Mütze, Digga? Du siehst mit einer Mütze nicht jünger aus. Doch, wow. ich schwöre. Guck. Und als ob die keine Ausweise guck, checken, guck, Digga. Guck. Hast recht, doch, ja? Ja? Ja. Bleib so, bleib so. Crazy. Ey, good job, Mann. Wir haben's. Gute Arbeit, Bro. Tim, wir haben's, ja. Bro, let's go. Oh mein Gott, der war ja richtig scheiße. Digga, lass ihn mal los. Lass ihn bitte einfach nochmal machen. Okay, Hugo muss jetzt auf dem Zettel seine Adresse schreiben. Name, Adresse, Phone Number. Excuse me? Waters. How's the internet on the ferry? Not so good, right? Frag, ob es internationale Gewässer sind. Wir müssen halt mal die Fresse jetzt, kriegst du das hin? What classes are possible? Is voyage the good or bad? Can we make Hugo one class lower than us? No, no. Give him then also the voyage. Strong, strong. 460. For just Hugo? Yeah. Why is it so expensive? Okay. Wir haben ein Problem. Ist gut? Was ist los, Kevin? Ja. Was ist los? Leute, die Klospülung geht nicht. Ich hab doch gesagt, dass wir in die Pumpe. Idiot. Wir fahren jetzt mit einem Eimer voll Pisse. Ey, warte, ich hab die Pumpe. Was du machen willst? Ihr könnt die doch anmachen oben am Panel. Nein, 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 Bro, du checkst doch nicht. Nein, 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 die Klappe geht nicht auf. Wir müssen jetzt einfach mit Pisse da drin. Aber kann das überschwappen? Und? Wow! Digga! Wow! Chill mal hier vorne! Digga, die Pisse wackelt! Die Pisse wackelt! Die Pisse wackelt! Bruder, wir überschwemmen, wir überschwemmen! Die Pisse wackelt, Digga! Ihr müsst kommen, wir müssen auf die Fähre! Bro, die Pisse Fähre wackelt! Wartet. Wir werden alles voll mit Pisse Fähre haben! Oh, Digga, war das stressig. Okay, wir haben alles. Bro, das hast du gleich gecheckt, du warst da gerade hinten. Dann sagt sie, ich soll für Hugo bezahlen. Ich sag, okay. Dann sagt sie 400. Aber Kronen, oder? Ja, ich hab sie gecheckt. Sag ich, it's so expensive. Ich hab gesagt, ich bezahle nicht. Da hab ich gesagt, why is so expensive? Da hat sie mich so anguckt, dabei sagt sie, ach so, Kronen. Ich sag, ach so. 39, gell, hat die gesagt. Ich bin auf mich alleine gestellt in diesem Verfick. Scheiße auf euch alle. Was ist das für eine Fähre, wenn diese ganzen Autos da drauf passen? Ich gucke in zwei Gesichter, die mich anschauen. Ich sage zweimal den gleichen Satz, aber die hören nicht zu. Die wollen nur einen Fischi haben. Gib mir einen Fischi, bitte. So. Was ist das? Jetzt musst du es essen. Das ist ein Fisherman. Ist der Motorboot? Ach so? Oh mein Gott. Alter, Jungs, wir haben es geschafft. Ich check's nicht. What a time to be alive. Digga, das ist scheiße. Man hätte aber auch mir alle einen Arschbohr zu geben, ihr Kleinen. Du hast halt einen geilen Arsch. Ja, weiß ich. Na und? Du hast vorhin noch einen Vortrag gehalten, wie geil Finger im Arsch ist, oder? Ja, also ich habe eine Frage. Wann geht's los? Ja. Was ist denn hier? Könnt ihr ein kleines Handstand-Battle machen, also Hugo gegen Papa Plattos? Kannst du? Rätselmann, kannst du rein? Nee. Kannst du? Ja, aber nur ganz kurz. Was jetzt? Wo? Draußen, ja, draußen. Hier draußen? Lacher, hä? Boah, der Boden ist ja abgefuckt mit so Steinen. Okay, das war eine Sekunde. Ja, was war das denn, Alter? Der Junge hat mal die Fresse. Boah, Digga. Ja, oh, no. Oh,
Das waren die fucking AirPods, man. Es wird hier wirklich noch was passieren. Ich merke das. Die Energy ist das hier noch verletzt. Ich kann zu Rad? Nein, mach nicht so schnell. Ich muss einsteigen, einsteigen. Oh mein Gott, Digga, ihr müsst wirklich auf mir den Arsch reden. Ich weiß nicht, ob wir das on-stream überhaupt dürfen. Ich finde es auch geil, dass wir zuerst eingeladen werden, Alter. Das ist so satisfying. Yo, geil. Hey, yo, hey, 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 hey. An die Presse halten! Thank you. Ey, wir fahren das richtig durch hier, ne? Ich glaube, wir fahren richtig durch. Ich glaube, jetzt geht's drauf. Ich fahr noch nie auf so einer krass. Autofähre. Sind wir auf dem Schiff? Stahlkoloss. Ja, sind wir schon. Kann sein, dass da drin oh mein Gott, Digga. Ne? Oh mein Gott. Alter. Das ist auf einer Brücke. Wenn die Brücke jetzt einkracht, sterben wir. Hä, aber was ist das für ein Scheißschiff? Was ist ein Schiff mit LKWs? Das ist schon ziemlich cool. Das ist ein Schiff. Jetzt sind wir ein Schiff drin. Digga, hier ist Beton und so. Was? Ja, Digga, das ist ein Schiff. Dankeschön. Thank you very much. Crazy. Okay, was macht man jetzt? Einfach warten? Motor nee, die steigen aus. Bro, guck mal, sieht aus wie so ein Hotel, Digga. Holy shit. Hier ist das Riesenschiff, Alter. Was wirst du, Digga? Das ist nichts, was hier oder wir fahren als. Du hast ja das Wasser. Ich war noch nie auf dem Schiff. Wir müssen auf jeden Fall raus, auch. Wir müssen auf so einen Balkon. Ja, auf jeden Fall. Lass uns. Oh, fahren wir los, fahren wir los. Bro. Das ist schon creepy, so nachts bei Regen zu fahren. Ey, wir verschollen werden jetzt, das merkt keiner. Okay, die Gay geht nochmal. Rechts oder hinten? Bro, wir müssen irgendwie wir müssen den Spot auf jeden Fall changen hier. Bro, diese Kids sind viel zu laut, Digga. Ey, wenn ich jetzt ingame wäre, will ich drüben ein Kind packen über die Reling werfen. Also. Also in einem Videospiel drin. Ey, aber wollen wir erstmal was zu essen einfach uns holen? Ja, also. Oder erst raus, mir ist egal. Ich würde sagen, raus. Lass erst raus, weil wenn der Stream abkackt, dann haben wir das wieder. Ja, können wir in Ruhe essen. Dann lass uns schnell rausmoven. Okay, schnell raus. Oh mein Gott, Digga. Holy fucking shit. Geil. Das sind Rettungsboote über uns. Guck mal hier runter. Guck mal hier, Digga. What? Das Wasser. Wo sind wir? Digga. Stell dir vor, du gehst hier über Bord, das merkt nicht mal jemand. Das ist aber auch schön hier. Lass mal hier hoch. So machen nämlich voll der Kapitän. Ja, Mann, ich glaube, der Kapitän hängt 4 Stunden genau so. Der hängt mit einer Steuer, der. Ey, Bro, ganz kurz. Warum liegt hier ein Sunnyfair-Gutschein? Weil ich hab das Gefühl, der müsste von uns kommen. Oh fuck, der ist von mir, Bro. Ja, der ist deutsch auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, Bro. Nein. Meinst du, da drüben wird es arg anders aussehen als hier? Ja, ich glaube schon. Okay. Oh, hier geht's hoch. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, Digga. Boah, da geht's ganz hoch. Alter, es geht ganz hoch. Ganz hoch. Hier sind wirklich die Rettungsboote. Dann wissen wir schon mal, wo wir lang müssen. Junge, das ist krass. Digga, stell dir vor, du machst Ausbildung zum Kapitän, dann fährst du den Aal hier. Ist das nicht ein geiler Job? Du hockst da oben, Turb, Lenkrad. Boah, aber meinst du, es bockt? Ich hab das Gefühl, das wird irgendwann voll langweilig. Na, du bist jeden Abend eh das. Warm ist. Stell dir vor, jetzt wäre warm. Du könntest hier so ja, vorne liegen. Ein bisschen Tee, ein bisschen was zu essen. Ja. Sitzt da, fährst. Oh, das Meer ist immer anders. Mal musst du konzentriert sein. Wellen, ja. Wind, anderes Schiff kommt. So, Nebel. Und in der Zeit, in der wir geredet haben, haben wir gerade wieder 300 Euro verloren, Digga, wahrscheinlich. Wirklich? I don't know. Kann sein, dass Internet gleich wieder weg ist, Chat. Internet war immer ein bisschen miese drin. Irgendwann später. Vorne! Wir fahren von der Fähre und die Sturm ist sehr gut. Wir fahren nach Hause. 1:37 später. Hey, Leute, kein Plan. Wir stecken hier im Strand fest. Plot Twist, hier ist direkt das Meer. Haben wir aber nicht gesehen. Und jetzt graben wir uns aus. Guck mal her. Schau, wie lächerlich das aussieht, wie das da so ist. Wir sind mit dem Wohnmobil auf den Strand gefahren. Gib Gas geben! Lauf! Ja, weiter, nein! Nein, häng ich hier dran jetzt! Ich soll's abbrechen, Bro, es ist angeschraubt! Aber nicht für 3 erwachsene Männer! Ja.
Car-stuck, tire-stuck. Hi, sorry, English? No problem. Really sorry to bother you this late. Your car. Yeah, we didn't. Maybe if you guys could try it, it would really be nice. Yeah, like push something. Okay, thank you very much. Digga, das ist hier wirklich so Bob der Baumeister-Shit gerade, Alter. Wenn wir es rausschaffen, packt ihr einfach diese Lappen drunter. Let's go! Digga, wir haben es geschafft! Let's go, guys! Thank you very much, man! Ich hab's nicht gefilmt, ich hab's nicht gefilmt! Ja, egal, müssen wir nachstellen oder so. Freunde, wir gehen jetzt schlafen. Hugo ist schon hier am Pennen, ich gehe jetzt auch pennen. Und Dominik da hinten hat die Scheißoritis. In dem Sinne, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.